Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider. Im letzten Part haben wir versucht, Hilfe zu holen. Nur leider ist das Flugzeug abgestürzt und der Pilot jetzt tot. Hat ja nicht so gut geklappt. Naja. Und wir haben noch eine Stimme gehört, die gesagt hat, dass niemand die Insel verlassen darf. Sehr, sehr merkwürdig. Ein Sturm aus dem Nichts, bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Tja, nur dass eigentlich nicht unsere Schuld ist, dass sie tot sind. Wir haben nur um Hilfe gerufen. So, wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Wir brauchen noch zwei Fähigkeiten, damit wir im Rang aufsteigen und uns bessere Sachen holen können. Ich glaube, ich gehe mal für die Schmerztoleranz. Das heißt, wir können jetzt mehr Schaden aushalten. Und wir haben schon wieder 300 Bergungsgut. Eigentlich kann ich das meiste gerade gar nicht verbessern. Ich kann die Waffe hier noch verbessern. Und da wollte ich ja einen gepolsterten Schaft haben. So. Lara, was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Tja, ob das so gut klappt? Ich weiß ja nicht. Okay. Ah, noch ein bisschen Bergungsgut. Wie ich schon sagte, der Sturm kam aus dem Nichts. Ach du Schande. Verkehrt rum zielen ist gar nicht mal Stärke. Und wir haben scheinbar eine neue Ausrüstung erhalten. Wodurch wir ein bisschen was bewirken können. So, ist sonst noch irgendjemand Probleme? Die habe ich schon gelootet. Komme ich da rüber? Ja, komme ich rüber. Komme ich auch wieder zurück? Ja, ich komme wieder zurück. Und einen Weg nach oben. Okay, das ist nicht der Weg nach oben. Auch nicht. Na, versuchen wir es halt mit dem offensichtlichen Weg. Ah. Okay, das hat nicht so gut geklappt.
Haben wir sonst hier noch irgendwas, das wir benutzen können? Das ist eine Leiche von einem von den Typen, die wir runtergeworfen haben. Okay, das war knapp. Na, war doch der offensichtliche Weg nach oben. Halt. Und zuerst mal ich rüber nachschauen. Haben wir schon viel Bergungsgut mitnehmen. Wir haben ja schon gesehen, dass wir zwar fast alle jetzigen Waffen abgegradet haben, nur unsere neueste fehlt noch. Okay, das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Ah, okay. Kann ich da eigentlich mehrere dran haken? Nee, kann ich nicht. Okay, möchte ich lieber noch da oben. Ist hier unten noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Wenigstens ist da oben noch eine Kiste. Keine weiteren Gegner. Ein bisschen enttäuschend. Aber okay. Soll es so sein. Munition haben wir noch. Und die Türen kann ich jetzt auch schon mal aufbrechen. Haben wir schon auch zwei, drei gefunden. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier, Copilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich. Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Tja. Ob das wirklich so gut klappt, haben wir auf jeden Fall noch einen Schnellreisepunkt freigeschaltet. Okay, das Rauchsignal ist ziemlich weit hinten. So, allerdings müssen wir erstmal hier runter. Okay, ich sehe schon. Es wird nicht so einfach. Und hier können wir auch später, glaube ich, irgendwie weiter. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Hm.
Ja, das war knapp, dass der uns gesehen hätte. Dass das eigentlich ein leises Attentat sein sollte, ist ziemlich laut, wenn die schreien. Aber okay. Mal schauen, wie viele Gegner sind denn hier noch? Sind wir nicht von hier gekommen? Hier sind wir auf Ruff gestoßen. War das nicht da unten? Jetzt ist auf jeden Fall ein zerstörtes Flugzeug da unten. Da ist das Signal. Ich bin die Frage, wie kommen wir da weiter? Ich weiß schon, wie man weiterkommt. Nur wie viele Gegner sind hier? Das ist eher so die Frage, die ich mir stelle. Komm schon, wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Okay. Ja, das ist gar nicht gut. Naja, hätte sich nicht umdrehen sollen. Bin ich hier noch ohne zweite Starte. Wir gehen schon wieder in die falsche Richtung. Beziehungsweise wir waren hier schon. Okay, ich meine, da unten liegt noch ein bisschen Zeug rum. Und wir haben ein neues Teil fürs Gewehr gefunden. So wie wir vorhin ein neues Teil für den Bogen gefunden haben. Ja, mal schauen, was wir da machen können. Schöne neue Upgrades. Halt, ich kann da unten noch hin. Vielleicht nicht ganz auf die Art und Weise. Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Ja, keine Ahnung. Aber es ist ein Fundstück. Ist auf jeden Fall. So, da müssen wir mal rüberklettern. Da ist nicht ein bisschen Zeug, das wir aufsammeln können. Eine weitere Statue, die wir entzünden können. Okay, es gibt hier scheinbar verschiedene Wege, die man nehmen kann.
Nein. Das war nicht so gut. So, hier haben wir ein Seil. Dann schmeiß ich diesmal da oben. Obwohl, ich muss da gar nicht mehr rüber. Glaube ich. Und ich bin mir nicht sicher. Okay. Wieder mal schnell hier rüber, ohne runterzufallen. Okay, hier sind sehr viele Statuen, die wir alle entzünden können. Das gibt uns nicht alles. Schön viel Erfahrung. Moment. Ah, ich habe gerade gesehen, dass hier noch ein Fundstück ist. Ja, man merkt schon, es ist jetzt in der Zwischenzeit eigentlich nur noch ein reines Suchen und Finden. Beziehungsweise ein bisschen umschauen und man findet sofort Fundstücke. Das soll auch ein bisschen von der Hauptmission ablenken. Vorne haben wir, glaube ich, nur Munition, wenn ich es richtig sehe. Hat sich nicht ausgezahlt. Dem Zeil komme ich auch nicht hoch. Okay, okay, okay. Was haben wir sonst hier noch? Wir haben da unten noch so einen Weg. So, gehen wir mal hier rüber. Und das ist scheinbar wieder ein geheimes Grab. Das erste geheime Grab, wo wir, glaube ich, mal weiterkommen als nur bis zum ersten Rätsel. Hoffentlich. Ich weiß selbst nicht, ob wir wirklich weiterkommen. Auf jeden Fall ist hier ein bisschen Bergungsgut. Und wir kommen noch tiefer rein. So wie es aussieht. Ja. Also auf jeden Fall ein ziemlicher Luftzug hier. Die Halle des Aufstiegs. Curvebow. Neue Modifizierung. Das ist gut. Schlüsselring. Okay, unser Bogen hat sich komplett verändert. Also zumindest sieht er hier anders aus, auf einmal. Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Abschussfrequenz ermöglicht. Hört sich nicht schlecht an. Ja, interessant, dass wir unseren Bogen verändert haben. Quasi. Oder verbessern konnten dadurch. Das gehörte früher zu Yamatai.
Okay, ich sehe schon. Kann ich irgendwie die Fensterläden zumachen? Die muss noch irgendwie zum Zumachen sein. Moment, hier. Nochmal zu machen. Hallo? Okay, ich verstehe es nicht ganz, das Rätsel. Also ich verstehe es schon. Ich kenne das Zeitfenster gerade nicht. Ja, wie gesagt, ich kenne das Zeitfenster gerade nicht. Mal schauen, müssen wir warten, dass die erste Fensterlade aufbricht. Bis wir das hier hochdrehen können. Was genau jetzt? So, mal hoffen, dass sie jetzt auch gleich aufbricht. Aha, perfekt, hat geklappt. Und nach unten. Gute Frage. Auf jeden Fall ist hier eine riesige Truhe. Und wir haben ein neues Teil für unsere Handfeuerwaffe gefunden. Interessant. Das heißt, hier kann man auch Teile finden für unsere Waffenverbesserung. Naja. So, wie kommen wir jetzt am besten nach draußen, ohne zu sterben? Einfach mal runter. Ja, einfach runter. Klappt dann mal. Ich weiß nicht, ob es ausreicht. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Fähigkeitspunkt. Das heißt, wir sind jetzt gleich auf der nächsten Stufe. Ich glaube, ich mache Fellwiederfindung. Neuer Fähigkeitsrang freigeschaltet. Glückwunsch. Ein neuer Fähigkeitsrang wurde freigeschaltet. Lara ist nun abgehärtet und kann ihre Kletteraxt im Kampf einsetzen. Drücken Sie Y in der Nähe von Feinden, um diese mit einer Axt anzugreifen. Attackieren Sie Feinde mehrmals, um sie zu betäuben. Na, interessant. Headstacker ermöglichen. Okay, mehr Munition. Wir können mehr Erfahrung für Morde erhalten. Lassen Sie Feinde mit Ihren Kletteraxt einen tödlichen Hieb. Weichen Sie einen Gegner aus, stoßen Sie ihn einen Pfeil ins Knie und verletzen Sie ihn
dann den Todesstoß und versetzt ihn dann den Todesstoß. Okay. Plünderung. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Setzen Sie Ihre geschärften Sinne ein, um versteckte Belohnungen zu finden. Interessant. Für die Pistole hat es ja nicht gereicht, dass wir einen Teil finden, um mehr freizuschalten. Im Bogen haben wir auch gerade mal erst bei 40%. Naja. Aber es ist toll, dass wir dann zuerst das Grabmal gemacht haben. Oder geschafft haben. Wir haben ja schon zwei gesehen. Allerdings hatten wir dafür nicht die richtige Ausrüstung. Und hier hatten wir zum ersten Mal die richtige Ausrüstung. Und das Spiel lädt mal wieder. Gibt hier keine richtigen Ladescreens, sondern immer nur so kleine Zwischensequenzen, wo es mal wieder anfängt zu ruckeln. Und dann lädt es quasi. Das ist immer, wenn man einen Bereich verlässt. Naja. Allerdings, bevor wir jetzt hier weitermachen, glaube ich, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts mehr wollt, könnt ihr auch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Tomb Raider. Ciao.